Smokers TV im aktuellen Videotalk heute in Freiburg. Freiburg, Stefan Meyer, Tabakwaren und Whisky, ist seit 1922 das teurende Fachgeschäft, anspruchsvolle Tabakwaren-Fachgeschäft im Herzen von Freiburg. Stefan Huber, unser Gesprächspartner heute, führt mit seinem Bruder Konrad das Geschäft, dieses Familiengeschäft in der vierten Generation. Die Frau Ma ist auch noch ein bisschen dabei. Und weiter drei Mitarbeiter kurbeln auch noch das Geschäft mit an. Stefan, erst nochmal herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass ich da sein darf. Stefan, Frage 1. Tradition verpflichtet ist eine wunderschöne Basis für ein stabiles Geschäft mit einem stabilen Kundenstamm. Ist das auch heute noch so? Das ist schon noch so. Das muss man ganz klar sagen, dass ohne Stammkunden wäre die ganze Zeit ist natürlich noch schwieriger, als sie jetzt eh schon ist. Man sieht aber auch ganz klar und man hat es auch deutlicher gesehen, als ich es erwartet hätte, wie stark Freiburg dann schon eine Touristendestination ist. Das merkt man an den Tagestouristen, an den Wochenendtouristen, an den Leuten, die vielleicht eine Woche Urlaub machen oder die im Schwarzwald sind und regelmäßig kommen. Das ist halt im Moment alles sehr, sehr ruhig. Und ich meine, es ist Januar und Corona. Hätten wir alle mit rechnen können, dass wir jetzt wenig zu tun haben. Macht trotzdem keinen Frage. Spaß. Ja, Frage 2. Tradition alleine geht nicht mehr. Seit mehr als 15 Jahren seid ihr im Internet aktiv. Ein interessantes, aber auch sehr arbeitsintensives Medium, ne? Jetzt ist es auf jeden Fall. Wir haben den großen Vorteil, dass wir tatsächlich eben, wie du schon sagst, seit 1998 einen Webshop haben. Muss fairerweise dazu sagen, dass der auch zwei Redesigns gehabt hat, bis er aussieht wie heute und hat auch erst nach dem zweiten Redesign 2001 war das, nein, 2011, richtig angezogen. Es war halt früher einfach viel ausprobieren, viel rumtesten und jetzt läuft er zufriedenstellend. Wir sind natürlich nicht ganz oben mit dabei, aber es läuft, um einfach ein paar bisschen was zusätzlich zu generieren. Stefan, jetzt muss ich ein bisschen lesen, weil da habe ich mir was notiert. Stefan Meyer Tabakwaren gehört zur Gruppe der Habanos-Spezialist, ist Fine, Sika Ambassador von Scandinavian Tobacco Group, 4 Sterne Davidoff Premium Partner, Mitglied im exklusiven Kreis der John Baillesbury Gruppe. Was bedeutet das für den Aficionado, wenn man solche Auszeichnungen hat? Na, ich denke, der Aficionado weiß damit, was er für einen Grundstock an Zigarren bei uns bekommt und kann auch darauf vertrauen, dass wenn wir eben, sage ich mal, John Aylesbury Partner sind oder auch Davidoff Partner, dass wir eben die Zigarren, die Davidoff dann vorgibt, dass man die haben muss, dass wir die auch da haben. Mir geht es tatsächlich so, oder uns geht es so, dass wir mit vielen Lieferanten schon sehr, sehr lange zusammenarbeiten. Natürlich gibt es immer wieder neue Zigarren, die irgendwie spannend sind, aber ich halte dann lieber Geschäftsbeziehungen zu Leuten, mit denen wir es schon seit 20, 40 oder gar 100 Jahren machen, anstatt wieder jedes neue Mini-Label, das kommt, dann mit aufzunehmen. Von den Zigarren zu den Spirituosen. Ich erinnere mich da gut an einen Besuch 2008. Da war dieses Regal bei euch rechts noch relativ klein. Das heißt, die Spirituosen waren wirklich noch in den Kinderschuhen. Ich habe damals mit deinem Vater gesprochen, du warst auch dabei. Ihr habt ja so eine ganz kleine Ecke aufgebaut. Das ist schon lange anders bei euch. Edle Spirituosen muss man heute auch mit dem notwendigen Wissen verkaufen. Nicht ganz einfach. Wie machst du das? Wir haben tatsächlich mit dem Umbau 2001 angefangen, uns ein bisschen mehr mit Spirituosen zu beschäftigen, aber auch 2008, da hast du recht, war das Angebot noch nicht so umfassend wie heute. Das gilt für den Tabak, das gilt für die Pfeife, für die Zigarre, genauso wie für die Spirituosen. Du musst Bock auf das Produkt haben und das haben wir bei Whisky. Wir haben es auch bei Rum, wir haben es bei Gin und wir haben tatsächlich auch sehr viel Spaß daran, jetzt seit einigen Jahren auch so Nebenkategorien zu führen. Also wir haben jetzt keine Riesenauswahl an Wodka oder an Tequila oder was auch immer, aber wir probieren das ein bisschen durch und sagen, okay, der Tequila ist der beste, den wir im Moment kennen und der Wodka ist der beste, den wir im Moment kennen und deshalb steht da jetzt diese eine Sorte. Ja? Und einfach zu sagen, okay, wenn denn ein Kunde, der schon lange kommt, sagt, Mensch, ich brauche für irgendeinen Cocktail oder für einen Abend, brauche ich jetzt diese eine Spirituose und das ist mir relativ egal, wer die herstellt, Hauptsache sie ist gut. Ja? Und wir haben auch in den letzten paar Jahren bei zwei Produkten, bei zwei Likören, extra Rezeptkarten dann erstellt, auch viel ausprobiert vorher und den Kunden gesagt, so, wenn du diese Flasche kaufst, hier sind 5 Rezeptvorschläge, spiel doch mal damit. Und das machen wir einfach wahnsinnig gerne, weil wir uns wahnsinnig mit neuen Dingen gerne beschäftigen. Und wenn es dann was ist, was
weil es uns wahnsinnig gut schmeckt, dann kommt es auch rein. Man entdeckt auch immer wieder Dinge, mit denen man nicht klarkommt. Also ich habe, glaube ich, im letzten Jahr 5 oder 10 Cognacs probiert. Und das ist eine Spirituose, die sicherlich für viele Leute sehr spannend ist, aber mir gibt das nichts. Ja? Und es ist auch dann sucht man sich wieder was anderes. Ich bleibe dabei. Man muss einfach Dinge finden, wo man selber dran Spaß hat, und dann verkauft man sie auch. Macht Spaß, aber die Avisonados, jetzt sprechen wir von allen Produkten quer durch die Bank, sind ja auch anspruchsvoller geworden. Es wird ja viel erwartet. Der Avisonator kann sich heute schlau machen im Internet, kennt die Produkte fast besser als wir und kommt in den Laden, ob es jetzt Getränke sind, ob es Zigarren sind. Also da seid ihr schon gefordert, richtig ein gutes Wissen parat zu haben. Ja, aber das ist doch der große Vorteil vom Handel und von vor Ort. Ja, natürlich kann der Kunde sich über 20 Rums was anlesen. Ja, bei mir kann er aber 5 von den 20 Rums einfach mal probieren. Und wenn er dann noch gerade stehen kann, kriegt er auch noch einen 6. meinetwegen. Ja, aber dann, und ich habe vorher geguckt, was ist denn von diesen 20 Rums, über die du gerade gelesen hast, denn was sich überhaupt lohnt. Wir haben auch Produkte, die führen wir bewusst nicht. Und wenn der Kunde danach fragt, können wir dem klar erklären, warum dieses Produkt nicht bei uns im Regal steht. Weil wir es einfach für nicht gut halten. Ja? Egal, welchen Preis es hat. Ja, ja, ja. Zigarren, Tabak, Pfeifen, Raucheraccessoires sind natürlich eure Kernprodukte. Wie hat sich die Welt denn in den beiden letzten Jahren, in den Jahren der Pandemie, verändert? Ja, der Einkauf war nicht ganz einfach. Teilweise waren die Lieferketten unterbrochen. Habt ihr das alles gut überstanden? Wir haben es gut überstanden. Es ist natürlich nicht einfach und man versucht immer, dass man da irgendwie durchkommt. Ich bleibe dabei, das ist alles im Moment, auch die letzten 2 Jahre, das ist jetzt nicht lebensbedrohend, aber es fehlt einfach, es fehlt der Spaß und es fehlt halt vor allem auch der Spaß. Ich meine, jetzt sitze ich hier vor einem Bild von einem leeren Laden. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen, wenn das Bild älter ist als die Pandemie, so ein Symbolbild, weil im Moment, wenn wir einen normalen Betrieb haben, ich sage jetzt mal bis Ende 2019, ja, dann stehen da hinten an diesem Fass 3 Leute mit einem Glas und einer Zigarre in der Hand. Und das gehört einfach dazu, ja, dass die Leute da sind, dass die genießen, ja, und dass auch voll ist, dass man auch ein bisschen hin und her rennen muss. Und das hat man halt alles nicht. Ja. Wir halten das schon durch, wir halten das auch noch ein paar Monate durch oder vielleicht auch noch ein Jahr, aber es nagt einfach. Ja, ich meine, das geht ja allen so. Das geht ja nicht nur uns so. Ja, das ist ja, okay. Ist ja überall so. Ja. Bleiben wir nochmal bei der Pandemie. Ihr wart ja bekannt, schon ganz früh auch für wunderschöne Events. Da hast du vieles veranstaltet, auch schon zu der Zeit deines Vaters. Da ging es auf den Tegernsee. Da hat man richtig viel Freude gehabt mit dem Schiff. Eine richtig tolle Gruppe, die immer zusammen war. Thorsten Wolfers war auch oft mit dabei. Also ich erinnere mich wirklich an diese Veranstaltung und vor allen Dingen an euer Klientel, an eure Partner, an eure Freunde. Du hast auch vieles mit Veranstaltungen mit dem Grillen gemacht. Du hast mit einem Hotel zusammengearbeitet. Alles im Moment oder schon seit knapp 2 Jahren nicht mehr machbar. Wie kommunizierst du denn mit deinen Freunden, die so gerne mit dir zusammen waren? Also mit den Mitveranstaltern, sage ich es mal, mit der Grillakademie oder auch mit den Hotels oder Bars, ist man natürlich in Kontakt und redet immer mal wieder. Mit Kunden kommuniziert man im Geschäft direkt, soweit möglich. Und wir hatten jetzt zum Beispiel, letztes Jahr war tatsächlich die Plaza Culinaria wieder, das ist eine Genussmesse in Freiburg, die war natürlich auch nur halb so stark besucht, wie das sonst der Fall war. Aber da war ein bisschen Kontaktmöglichkeit. Und wir sind wirklich der Meinung, dass wir jetzt nicht versuchen sollten, auf Teufel komm raus, während der Pandemie irgendwie ein Event zu veranstalten, wo sich dann jeder doch nicht so richtig wohlfühlt, weil wir alle wissen, dass dieses Virus da draußen noch rumfliegt, dass wir lieber sagen, wir halten das jetzt noch ein bisschen durch. Und wenn das alles so ist, dass zum Beispiel die Maskenpflicht in den Geschäften fällt und dass das alles wieder ein bisschen lockerer ist, dann machen wir auch wieder anständige Events und dann können wir das auch wieder richtig machen und richtig planen. Und planen uns nicht 5-mal einen Wolf für Events, die wir absagen müssen. Gilt auch jetzt fürs 100-jährige Jubiläum. Dann feiern wir halt 101-jähriges. Können wir auch machen. Ja? Lieber richtig als halbgar und macht eigentlich doch keinen Spaß. Zurück zum Anfang. Beim Gespräch ist mir eingefallen, beziehungsweise vorhin schon bei der Vorbereitung, 1922, 2022 wird gefeiert. Ja. Wie ich gerade sage, wir werden, bevor wir halbgar feiern, feiern wir nächstes Jahr. Ja?
Wir warten jetzt mal so ein bisschen ab, was im Laufe des Jahres passiert. Vielleicht ergibt sich ja die Chance, dass das wirklich alles so weit zurückgenommen wird, die Beschränkungen, dass man was Schönes machen kann. Wenn nicht, dann haben wir alle kein Problem damit, das nächstes Jahr zu machen. Als schönes Beispiel, die Stadt Freiburg hat ihre 900-Jahr-Feier aufschieben müssen. Dann können wir auch die 100-Jahr-Feier aufschieben. Gut, dann kommt gut in den Feiermodus und bleibt im Erfolgsturnus drin. Ich wünsche euch dazu alles Gute. Grüße an deinen Bruder, Grüße natürlich auch an deine liebe Mama, die ich ja auch schon lange kenne. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich danke für das Gespräch und ich hoffe, dass uns ein paar Leute zugeschaut haben oder zuschauen werden und dass man sich hier und da, wo man vielleicht gerade mal nicht bei Tabakmeier zu Hause war, sich an Tabakmeier in Freiburg erinnert, in diese Stadt mit diesem wunderschönen Marktplatz, an diese Stadt, die so viel Wärme ausstrahlt, weil ihr habt ja immer die besten Sonnenwerte. Zu Recht. Okay, Stefan, alles Gute. Ja. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.